begreife mich als Grenzgänger. Doch vielmehr suche ich nach Grenzen, die man nicht mehr fassen kann. Früher, wissen Sie, da waren wir Körper und Geist in einer Einheit, das Individuum. Doch heute, da sind wir nicht mehr nur Fleisch und Blut, sondern auch Bits und Bytes. Wir verschmelzen mit unserer Umwelt. Und ich erforsche genau diesen Prozess. Was bleibt von mir, von meinem Ich, wenn ich mich total entgrenze? Ja, hast du das Profile-Pic von Manuela gesehen? Richtig peinlich, ne? Ja, ich gehe heute Abend zur Party von Markus. Ja, durch Freedom. Da sind die halt alle, da weiß man halt, was abgeht. Hast du keine Einladung? Wie zwei Pole prallen diese Räume mit ungeheurer Wucht zusammen. Digital und analog. Schieben sich übereinander, verschmelzen und reißen wieder in zwei. Am Anfang findet das alles ganz langsam statt. Wie ist denn das Wireless-Passwort? Doch mit der Zeit wird es immer schneller. Jetzt bin ich zu Hause. Niemand kann sich dem entziehen. Der Wandel findet statt. In jedem. In jedem. Ich bin nicht unwichtig. Ich bin nicht unwichtig. Ich bin kein guter Liebhaber. Ich bin nicht jähzornig. Ich bin nicht faul. Ich bin nicht langweilig. Ich bin nicht enttäuschend. Ich bin nicht von Geld, ich bin nicht geizig. Unglücklich. Wir sind nicht mehr nur echt. Wir sind nur so echt wie unsere Lebensräume. Und wenn ich jetzt rausgehe, dann bin ich überall und ohne Schranken. Aber ich bin nicht echt. Was sollte mich auch echt machen? Ein schwacher Körper? Ein überholtes Relikt? Im Erdachten liegt die Unsterblichkeit. Und hier, da stoßen wir nur auf Grenzen. Auf die Grenzen des Verfalls. Auf die Grenzen des Jetzt.